Jutschi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Secret of Evermore in Paris City und wir haben jetzt den Bronzenspeer erhalten. Bronzenspeer mit Grundbar. Was das jetzt mir hier so bringt? Okay, kein Plan. Er ist zwar mächtiger als der Drachentöter, also das Schwert. Aber muss trotzdem aufgelevelt werden. Ich frage mich aus, was der Drachentöter besteht, also das Schwert, was wir vorher hatten. Weil... Danke, Duke. Ich muss hier die Waffe uns aufleveln, Junge. Tja, weil Bronze ist zwar gut als Waffe geeignet, aber... Boah, jetzt fällt mir tatsächlich das Metall nicht ein. Ja, Eisen ist aber gegenüber von... Duke, hör auf damit. Ist gegenüber Bronze voll ein Vorteil. Aber es sieht mir eigentlich aus, als ob es eigentlich aus Bronze besteht, das Drachentöter-Schwert. Ich glaub's nicht. Du schüpfende Bohne, hör auf mich zu mobben. Moment mal. Gibt's da noch einen Weg? Ich sollte aufpassen, dass ich nicht immer tot gehe. Mich immer wieder verwunden lasse, so treffen lasse. Meine Lebensanzeige geht sonst ziemlich nach unten. Das wäre nicht so gut. Irgendwo muss doch der... Aha. Oh, der denkt sich auch, was gibt's denn da? Hä? Okay. Gegner sind das schon gut, aber wäre lieber, ich könnte den Charakter sehen. Ja, was soll ich denn hier? Oh, guck mal einer an. Ach so, ich bin da draußen. Gut. Hoffentlich gibt es hier auch einen Raus, also einen Aus. Ach, sieh mal einer an, da ist er ja! Monius, bist du das? Ich bin nicht Monius, ich bin sein Bruder Impicelsius. Wo kennst du ihn? Er gab mir eine Formel, die es mir ermöglicht, Gruben zu überqueren. Das ist ja toll! Dann kannst du hier nach den Juwelenaugen suchen. Lass mich mit dieser Feuerballform ausrüsten. Okay, was schmeißt man da raus? Ziel wird durch das Feuer zerstört. Du brauchst Schwefel und zwei Prisen Asche, um diese Formel zu mischen. Ist das Schwefel noch? Ja, wäre gerne. Colosia Tempel, ja, so hieß das Ding. Es ist ja ein Tempel. Ich bin gerade an überlegen gewesen. Wie heißt doch mal der Ort, wo ich bin? Auf Wiedersehen. Und du lebst hier tatsächlich ganz alleine, Junge? Cool, das ist ein Balkon. Kann ich mal... Setze die alchemistischen Zutaten sparsam ein. Sie sind nicht einfach zu finden. Okay, nochmal.
Wiedersehen. Ja. War doch gut, dass wir hierher gekommen sind. Kaufen. Aber warum ist da so ein Balkon, wo wir... Ja. Super. Ach da! Ich kann leider nicht sehen. Ich guck ganz woanders hin, merke ich. Ich guck da hin, da ist er. Dabei ist er weiter unten und so. Ach, kein Notierungspunkt. Na los, such mal, Duke. Ja. Ach! Sieh mal einer an. Wir sind hier auf dem Balkon. Gibt's doch da eine Möglichkeit. Und jetzt in der Hinweis, ja, da findest du ihn. Lalalala. Zum Glück ist das nicht so ein Irrweg. Das ist aber mehrere Währungen zur Verfügung stehen. Das wäre scheiße gewesen, Leute. So, dann haben wir den Typen auch gefunden. Suche ich irgendwas? Na, das wäre aber echt fies gewesen und auch undurchdacht, wenn es sich ja so wirklich so diese Geheimgänge wirklich der reinste Labyrinth wäre. Weil immerhin weiß man ja, immerhin sieht man ja nicht, wo man lang muss. Na kommt, Juk. Werden wir mal das aufleveln. Mama. Level. Oh, wie niedlich. 3. Das wird uns ja großartig helfen. Warte mal, beim Verhalten. So. Damit du mir nicht immer jedes Mal die Punkte wegnimmst. Weißt du, ich teile ja zwar gerne, aber leider funktioniert das wieder. Hoffe nicht, und das war doch... Das war... Ja, ich renne voll gegen die springende Bohne. Ja, reizend, ne? Ja, ja, du hast einen Arsch. Ich hab's gesehen, dass du einen Arsch hast. Oh, getroffen? Duke! Level. Na klar, weil du mir das weggenommen hast. Ja, ich weiß, er meint's ja nur gut, aber trotzdem. Ich muss das verdammte Ding aufleveln, sonst kann ich es nicht schmeißen. Ich glaub's nicht. Ich werd gerade von so einer blöden Bock vermobbt. Komm mal her, du Arschwackler Satyr, du. Hier, kriegst du Jetzt reicht's mir langsam, du dummes Viech! So. Die Level nur 1 Cent? Och komm, das ist doch nicht... Das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht brauche ich es ja nicht. Ein bisschen ziemlich undurchdacht, wenn ich tatsächlich erstmal das leveln muss. Ist ja nicht so, dass die Gegner so viel was geben, dass man so ganz gut schüttern leveln könnte. Aufpassen. So, das war der Schalter. Hm.
nichts mehr. Ach da. Meine so komische Wehrmacht ist ja wohl ein bisschen unverwundbar. Ach, Alter, der Typ nervt! Hör auf zu nerven! Verdammt. Oh nö, Mann. Warum ist das so scheiße zu leveln? Nein, ich gehe das mit leveln, aber ich muss das jetzt so leveln. Ah, gut. Alles klar, alles klar. Ich brauche also das Ding nicht unbedingt zu leveln. Das ist ja sehr gut. Das ist sowas von fair. Weil das wäre ehrlich gesagt ziemlich spaßbremsend, wenn man tatsächlich das leveln müsste, also den Speer, bis er werfen tut. Bis er ihn schleudern kann. Also das wäre sowas wirklich von scheiße. Der Typ tut so, als ob ihn das nicht, dass es am Arsch vorbeigeht, dass ich ihn mit dem Schwert bearbeiten muss. Also ihn mit dem Speer. Oh, ich habe 300, das ist gut. Zaubern wir mal die Brücke her. Vielleicht. Sich nicht daneben. Wer hat dir erlaubt, dass du meine Brücke benutzen darfst? Hä? Ach so, bist du. Arschloch. Naja, Stacheln zermalen einen übrigens nicht. Die spießen nur einen auf. Ist aber auch nicht gerade angenehm. Das. Ja, mach hier, Herr Dioten. Alter. Das reicht jetzt mir langsam mit diesen hässlichen Satyr. Wollen nur anständig poppen, kommen. Die wollen nur. Die bist du da drin bleibt. Die wollen nichts anderes als nur. Pi, weil sie nichts anderes können. Aber dabei sehen sie hässlich aus, stinken. Wie Sau. Und bilden sich wirklich darauf ein, dass jeder auf sie abfährt. Hier. Belästigen Frauen halten sich für unwiderstehlich. Mhm. Auf Wiedersehen. Was ist denn hier? Ah, jetzt lohnt es sich. So. Gut, er macht das automatisch. Na, dann wollen wir mal sehen, was uns erwartet. Jede Menge Ärger, schätze ich mal. Ich hab's doch gewusst. Wen haben wir hier noch als. Was? Was zur Hölle? Ach du Schande, wer bist du denn? Ja.
Ja, solch. Energiesog? Moment mal. Ach sowas, das Arschloch kann sie auch noch heilen. So wie dieser nette Rex aus dem Vulkan. Ach hey. Das ist doch nicht dein Ernst. Nur mal zu deiner Information. Ich kann trotzdem angreifen. Oh. Er kann auch sowas wie Höllenfaust. Scheiße. Okay. Eine. Hat er wirklich nur einen Blick gezogen? Dinotaurus. Eine Mischung zwischen Minotaurus und Dino-Watt. Oh ja. Ich frage mich, ob das irgendwann selbst verschwindet. Hier. Oh. Cool. Das können wir noch einmal ansenden. Und. Yay, yeah, ich denke, ich habe den Hitzeblick ausgeschaltet. Ist ja jetzt. Ach, seh mal an, das ist jetzt vorbei, die Verwirrung. Also, es ist nicht immer so. Da fällt mir was ein. Ich könnte hier Duke 1 auf. Und greif mal an, eine Einstellung machen. Ah, klar. Dieser Blick ist auch ziemlich hart, ne? Hier, nimm mal. In your face, bitches. Okay, das hat uns echt um die Ohren gehauen. Haha. Wow. Yay, super. Waren die immer so leicht zu besiegen? Oder liegt es einfach daran, dass ich gut gelernt habe? Diamantenauge erhalten. Gut. Was ist jetzt los? Oh, ich dachte schon. Ah. Ach, Herrje, wo kommt ihr denn her? Hä? Dem hier jedenfalls ein bisschen mehr. Oh, warte mal, ich will nochmal das aufnehmen. Hier sollte ich meinen Hund vermoppen. Ach ja, Hundi. Komm jetzt mal wieder in die Mitte. So. Okay, das Schwert ist eigentlich schwächer als der Speer, aber ich will alle Waffen, so gut es geht, hochgelevelt haben. Ach, Hallöchen, ihr Spinni. Wo kommt ihr denn her? Na, habt ihr mich so vermisst? Ich habe euch nicht. Die ganzen Headcrab. Die müssen auch immer jemanden besprengen. Ich würde gerne mal halt, sag ich mal, let's playen, aber ich bin an so einer Steuerung überhaupt gar nicht gewöhnt. Mit Tastatur und Ego-Perspektive. Oh. Aha, Nektar. Ach, die Musik immer so, also die Geräuschkulisse. Ey! Das war auch mal nicht zu vermoppen. Ach, na super. Du wurdest natürlich vergiftet. Mir fällt auch ein, ich habe bis weder Feuerauge noch Hector Lector zu Hilfe gerufen. Merkwürdig, naja, wenn ich sie noch nicht brauche, die Hilfe, warum soll ich sie mitnutzen? Wow, zwei auf einen Schlag! Mhm. Oh, hab's auch bald geschafft. Kommt mal her! Kommt mal her, ihr Lieben! Ich spiel's euch auf! Ich mach's euch Pampelmuse!
Oder doch nicht, meine Komplimose ist ja... Ups. Wo ich mich jetzt mal jetzt so grabe. Pampelmuse ist doch dasselbe wie Grapefruit, oder? Oder gibt es da auch irgendwie einen kleinen feinen Unterschied? So wie Panzerfaust und Bazooka nicht dasselbe sind. Wir sind das gleiche, aber doch nicht dasselbe. Komm, Spinni, Spinni, Spinni. Spinni, 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 Spinni. Spinni, 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 Spinni. Du sollst dich nicht verfehlen. Okay. Und lass dich nicht schon wieder von dem Viech beißen. Aha, ich kann doch in die Büsche. Ab in die Büsche! Wenn niemand sehen kann, was wir betreiben. Nämlich in die Büsche scheißen. Was ist denn? Habt ihr irgendwo in die Toilette gesehen? Habe ich jetzt alle? Guckt mal, habe ich euch erledigt? Wer ist jetzt? Ach, Duke, natürlich. Mein Hundi wurde vergiftet. Okay, Spinnen können das ziemlich extrem nerven. Wenn sie meinen, sie müssen jemanden vergiften. Aber jedenfalls kann ich sie besser treffen als Ratten. So, als ob der hier was ist. Na, was siehst du da? Ja, das ist eine Solid Duke. Und ich habe Schwefel gefunden. Oh. Muss ich hier die Brücke benutzen? Nö. Ich weiß, wenn ich mal hier lang gehe.